Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Schaus, ich muss kurz darauf eingehen, denn Sie haben etwas gemacht, was Sie immer gern tun in diesen Debatten. Sie greifen die an, die sich am meisten dafür einsetzen, dass wir Verbesserungen erreichen, und legen nicht den Scheinwerfer auf die, die Verbesserungen verhindern. Und ich will Ihnen ganz klar sagen, wenn Sie fragen, wo ist unser Plan, dann haben wir als Bundesregierung zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine Gleichstellungsstrategie, eine ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie verabschiedet, die genau diesen Plan beinhaltet. Und wenn Sie über Gender Policy Council in Amerika sprechen, dann würde ich doch empfehlen, einfach auch mal zu schauen, was unsere Gleichstellungsbeauftragten in allen Ressorts, in allen Bereichen, auf allen Ebenen schon heute erreichen. Sicher, wir haben immer noch Entwicklungspotenziale, das ist doch gar keine Frage. Und wir setzen uns dafür ein, dass Dinge besser werden. Aber ich will heute schon noch mal den Fokus darauf legen, was wir auch erreicht haben. Wir wollen Anerkennung für die Frauen, weil es unheimlich viele Frauen gibt, die die Menschheit, die unsere Gesellschaft voranbringen und vorangebracht haben. Gerade jetzt in der Pandemie ist das sichtbar. Frauen halten an vielen Stellen den Laden am Laufen. Egal wo. Und sie verdienen Respekt. Das ist ganz klar. Wir haben vieles erreicht, aber vieles ist auch noch zu tun. Sie haben angesprochen heute die Aufwertung der sozialen Berufe, die besseren Löhne, Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen, der Kampf für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen. Das sind konkrete Dinge, mit denen wir uns intensiv im Ministerium beschäftigen. Der Kampf gegen Gewalt an Frauen. Zum allerersten Mal gibt es in dieser Legislatur überhaupt ein Aktionsprogramm gegen Gewalt an Frauen, ausgestattet mit finanziellen Mitteln, um eine Länderaufgabe zu unterstützen, nämlich den Ausbau der Frauenhäuser und der Beratungsstellen. Und wir wollen die Sichtbarkeit von Frauen erhöhen, indem wir sie eben bringen in die Entscheidungspositionen des Landes, indem wir nicht einfach akzeptieren, dass nur 10% der Frauen in den Vorständen der großen Unternehmen sind, dass wir viel zu wenige Frauen auch in den Körperschaften des öffentlichen Rechts, in den Behörden und an vielen, vielen Stellen auch der Zivilgesellschaft haben. Deshalb bringen wir das zweite Führungspositionengesetz ja auch ein. Und das ist ein Beitrag dafür. Denn wir haben gesehen, freiwillig tut sich nichts, und es braucht gesetzliche Vorgaben dafür. Und wenn Sie beklagen, dass Sie sich wünschen, ein Bundesinstitut für Gleichstellung, dann sage ich Ihnen noch mal, wir werden nächste Woche im Kabinett die Formulierungshilfe beschließen für die Bundesstiftung Gleichstellung, und die wird kommen. Und da kann man jetzt nicht klagen, dass sie kommt, sondern sich mal freuen, dass sie kommt. Ich freue mich jedenfalls darauf, und ich finde es richtig. Seit über 100 Jahren kämpfen Frauen für Gleichberechtigung, und wir hatten ganz andere Ausgangsbedingungen, nämlich nicht das Wahlrecht. Wir hatten Männerclubs gegen die Frauenemanzipation, die sich gegründet haben. Wir haben die vielleicht auch heute noch, nur nicht offiziell. Ich weiß es nicht. Aber wissen Sie, wir müssen doch auch mal sehen, wie viel geschehen ist. Und wir arbeiten an diesem Weg weiter. Und wir wollen eine moderne partnerschaftliche Gleichstellungspolitik, die auf Vereinbarkeit setzt, die darauf setzt, dass Mädchen und Jungen gleichermaßen sich auch entscheiden können für den Weg, den sie leben wollen. Leider sind meine 3 Minuten um. Wir kämpfen dafür. Lassen Sie uns das gemeinsam tun, mit Zuversicht und Tatkraft. Vielen Dank.